Nach Waver Le Place, Selena Gomez und Jennifer noch BFFs. So schön. Auch im echten Leben sind Serien BFFs Selena Gomez, 25, und aus immer noch eng befreundet und das 5 Jahre nach dem Show aus. Aber wie machen die beiden Besties das bloß? Was Selena und Jennifer besonders verbindet, ist ihr gemeinsames Zuhause, wie die freche Rothaarige verriet. Die Ex-Disney-Stars stammen beide aus dem US-Bundesstaat Texas. Das scheint vor allem die Same Old Love-Sängerin sehr zu prägen, egal wie viel Gutes oder Schlechtes in ihrem Leben abgeht. Seel bleibt immer das bodenständige Mädchen aus Texas, meinte im Interview mit J14. Sie und die Ex von Justin Bieber, 23, lernten sich während des Castings zur Show kennen. Richtig angefreundet hätten sich die beiden aber erst auf einer Übernachtungsparty. War bei mir und wir haben uns einen Gruselfilm angeschaut. Mein Vater fand es dann irgendwie witzig, von draußen gegen mein Fenster zu klopfen. Wir haben uns so erschrocken, erinnerte sich Jennifer weiter. Dieser Moment habe sie dann so richtig zusammengeschweißt. Um die Hans Domüsel-Interpretin steht es gesundheitlich momentan nicht so gut. Musste sich erst kürzlich eine neue Niere transplantieren lassen. Grund dafür war ihre Lupuserkrankung. Aber in diesen schweren Zeiten steht ihr sicher auch ihr Waver Le Place Bestie so gut es geht bei.